Hallo, mein Name ist Klaus Hess von der Firma Toxdübel. Ich darf Sie heute begrüßen bei der Firma Profi Siebert in Hünfeld. Wir sind heute hier, um Ihnen einige Produkte der Firma Tox im Dübelbereich vorzustellen und deren Anwendungen in verschiedenen Baustoffen. Ich fange einfach mal an, da ja immer mehr Häuser mit Dämmstoffen versehen werden, sei es mit normalen Styroporplatten oder diversen anderen Dämmmaterialien, haben wir ja immer wieder das Problem, wie wir leicht Befestigungen in diesen Baustoffen befestigen, ohne jetzt den ganzen Baustoff zu durchbohren, um wieder einen Halt im Untergrund zu bekommen. Hierfür gibt es sogenannte Isolationsdübel der Firma Tox. Wir haben da eine Variante, die gesetzt wird mit einem normalen TX40 Antrieb. Diese Dübel kann ich direkt in den Baustoff einbringen, selbst durch schon verputzte Wände. Nachdem ich diesen Dübel dann eingebracht habe, wird danach zum Befestigen des Anbauteils eine 4,5 mm Spanplattenschraube verwendet und ich kann mein Teil dann auf meinem Dämmstoff befestigen. Hierzu wird das zu befestigende Teil angebracht und dann in dem Dübel verschraubt. Diese Dübel gibt es einmal in 55er Länge, in 85er Länge, in 120er und in 155er Länge mit jeweils dem TX40 Antrieb für die 4,5 mm Spanplattenschraube, aber auch für den Bereich Stockschrauben oder Schlüsselschrauben in der Größe 8 bis 10 mm haben wir den Dübel in einer 55er oder wie hier gezeigt eine 85er Länge mit dementsprechendem Einsatz für die genannten Schrauben.